Ja, Freunde, die erste Partie aus der zweiten Liga diesmal für euch und zwar mit Beteiligung von Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln am 25.10.18:30 in der Schüko Arena. Der Tabellenführer, 5 Siege, 6 Unentschieden, 0 Niederlagen, ungeschlagen mit 16 zu 5 Toren gegen die Arminia, die einen recht guten Saisonstart hatte, fand ich. Zuletzt eingebrochen mit 4 Siegen, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen bei 17 zu 22 Toren. Die Performance zeigt auch die letzten Rückschläge. 29% am letzten Spieltag, 3-0 Niederlage in Aalen, davor ein Freundschaftsspiel gegen Rödinghausen 3-0 verloren, gegen Kaiserslautern 3-0 verloren, gegen Cottbus 4-2 verloren und im DFB-Pokal 2-0 gegen Leverkusen ausgeschieden. Köln 86%, zuletzt im Montagsspiel ein 0-0 gegen 1860 München. Davor 2-1-Sieg über Karlsruhe, ein 1-0 in Aalen, ein 1-0-Sieg im DFB-Pokal über Mainz 05. Ich weiß gar nicht, hat Risse das Tor gemacht? Bin mir gerade nicht sicher. Der Ex-Mainzer. Und ein 0-0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partien, die hier zwischen den beiden aufgeführt sind, das letzte endete 1-1, das ist von 2009. Davor ein 2-0-Sieg der Bielefelder, ein 4-2, ein 3-2 der Bielefelder und ein 5-3 der Bielefelder. Also, wenn man es so sieht, liegen die Kölner den Bielefeldern eigentlich recht gut, aber es sind alles ältere Ergebnisse, die hier aufgeführt werden. Bestätigt auch hier durch die letzten Duelle 6 Bielefelder Siege, 2 Unentschieden, 2 Kölner Siege. Die Torschützen bisher für Bielefeld: viermal Fabian Klos, dreimal Tim Jerath, zweimal Patrick Schönfeld, zweimal Philipp Riese, zweimal Sebastian Hille. Für Köln fünfmal Marcel Risse, viermal Uca, zweimal Peschko, zweimal Neu- und Altkölner Helmes und einmal Bretschko. Ja, wie sieht so deine Befürchtung aus für das Spiel am morgigen Abend? Ja, ich denke doch, dass die Kölner ihren Aufwärtstrend, oder gut, was heißt Aufwärtstrend? Die haben sich ja eher da oben gefestigt. Ich denke doch, dass Köln das fortsetzen wird und sie sind natürlich auch in diesem Spiel der Favorit und ich denke mal, deswegen werden die Kölner mit 2-1 gewinnen. Ja, ich denke auch mal, dass Köln gewinnt und ich sage mal, dass Bielefeld die Ergebnisse der letzten Spieltage hält und mit 3-0 verliert.